Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ja mal wieder die Top 25 Hits der Woche vom 18. April. Ist die 15. Ausgabe in diesem Jahr 2020. Letztes Jahr um die Zeit hatten wir natürlich schon mehr Ausgaben, ich glaube 16 oder 17. Genau, weil einmal ist ja ausgefallen, aber ja, diese Woche gab es auch wieder richtig viele neue Songs. Sechs Neuzugänge dabei und ein Wiedereinsteiger. Und die Neuzugänge sind allesamt weit oben eingestiegen. Vier Neuzugänge in den Top 10, das ist schon einiges auf jeden Fall. Genau, natürlich mussten auch wieder sieben Songs raus. Welche Songs das sind, sage ich euch am Ende des Videos, wie immer. Damit einfach die Spannung so ein bisschen, ja, da bleibt. Ich würde sagen, wir starten rein mit Platz 25. Und dort liegt ein Song vom ESC, der eigentlich stattfinden sollte in diesem Jahr, aber ja, leider jetzt ausfällt. The Whoop mit On Fire. Letzte Woche Platz 19, diese Woche reicht es immerhin noch für Platz 25. Auf Platz 24 dann gleich der erste Neuzugang. Der erste Neuzugang ist von John Legend. Er hat was Neues. Bigger Love heißt die Single. Und hat es ja in den Countdown reingeschafft. Heute gibt es natürlich übrigens auch wieder ja, Neuvorstellungen. Wie immer. Und natürlich auch das Lied, das heute vor einem Jahr auf Platz 1 war. Machen wir weiter mit Platz 23. Und dem Absteiger des Tages 18 Plätze runter von Platz 5 auf die 23 für Bo Anderson mit Sweater. Ja, da ging es wirklich steil bergab. Am Anfang steil bergauf und dann auch wieder steil bergab. So kann es laufen. Auch ziemlich steil bergab ging es für Major Lazer und Marcus Mumford. Letzte Woche noch Platz 8 gewesen, diese Woche 14 Plätze runter auf die 22 ist der zweithöchste Absteiger. Ja, ging auch relativ schnell jetzt wieder runter. Dann, letzte Woche noch eingestiegen auf Platz 14, diese Woche wieder 7 runter auf die 21. OMFG mit Wash Your Hands, der kürzeste Song hier auf jeden Fall in den Top 25 des Jahres. Die geht, glaube ich, bloß so 1,5 Minuten oder so. Machen wir weiter mit Platz 20, Mika und Melody. Auch der ist letzte Woche eingestiegen auf Platz 16. Diese Woche die 20 sind vier Plätze, ja, bergab. Auf Platz 19 kommen wir jetzt zum einzigen Wiedereinsteiger und das ist Lady Gaga. Die hat es wieder reingeschafft mit Stupid Love nach einer, ja, kleineren Pause auf jeden Fall. Eine Woche hat sie ja pausiert. Jetzt die erste Neuverstellung. Celine mit Tränen aus Kajal ist Neuverstellung Nummer 1. Es standen ja auch wieder Vorschläge in den Kommentaren zu Neuvorstellungen. Und der hier stand aber nicht dabei. Da stand bloß ein Vorschlag dabei in den Kommentaren letztens. Ja, nur ein Song ist auf jeden Fall eine Neuvorstellung dabei. Aber vielleicht ist ja auch schon einer neu eingestiegen. Das kann ja auch sein. Und ich kann so viel sagen, das ist auch mindestens ein Song. Wenn nicht sogar mehrere. Jetzt machen wir weiter mit Platz 18. Little Mix Wake Up Song. Platz 15, letzte Woche. Ja, diese Woche Platz 18. Drei Plätze runter. Dann Saint JHN mit Roses im In My Bag Remix. Ja, letzte Woche Platz 11. Knapp die Top 10 verpasst, aber ja, jetzt geht es wieder ein bisschen weiter runter auf Platz 17. Weiter machen wir mit Platz 16. Für den Song geht es tatsächlich hoch. 5 Plätze von 21. Da ist sie nämlich letzte Woche noch eingestiegen. Lindsay Lohan mit Back to Me. Bis jetzt rauf auf Platz 16. Genau. Weiter geht es mit Platz 15. Der Song stand tatsächlich drinnen. Ist der zweite Neuzugang. Alesso mit Midnight featuring Liam Payne. Und wenn Liam Payne dabei ist, ist der Song eigentlich bestimmt irgendwann mal dabei in den Top 25 bei mir. Genau, das ist Platz 15. Jetzt haben wir noch vier Neuzugänge, die sind allesamt in den Top 10. Ja, für diesen Song geht's wieder drauf. 9 Plätze ist der zweitbeste Aufsteiger des Tages. Wir haben noch einen, der 10 Plätze aufgeht. Zu dem kommen wir auch bald. Stefania mit Supergirl. Wäre ja auch beim ESC dabei gewesen, dieser Song. Letzte Woche schon fast raus gewesen, auf Platz 23. Und jetzt geht es wieder hoch auf die 14. Schafft auch nicht jeder dann. Die neue Single von 21 Pilots heißt Level of Concern und ist die zweite Neuvorstellung bei mir.
heute in dieser Ausgabe. Genau, dann sind wir auch schon im Mittelfeld angekommen. One Republic mit Didn't I fällt raus aus den Top 10. Letzte Woche waren sie ja da noch drinnen auf Platz 7. Ja, diese Woche nur noch die 13. Aber immer noch Mittelfeld. Auf Platz 12 kommt mit dem Aufsteiger des Tages. Und das ist Joel Corey mit Lonely. Letzte Woche Platz 22. Auch der war schon, ja, am Ende der Liste. Und hat sich wieder hochgearbeitet. Bis ins Mittelfeld auf Platz 12. Starke Leistung auf jeden Fall. Und dann, ja, der Song, der letzte Woche auf Platz 2 lag. Diese Woche raus aus den Top 10, nur noch Platz 11. Jo Frangl und Frage mit Coronavirus. So, und jetzt die Top 10. Die Top 10 mit 4 Neuzugängen. Krass auf jeden Fall. Jetzt haben wir aber erstmal Platz 10, Tones and I mit Bad Child. Tones and I letzte Woche Platz 13, der geht wieder rein in die Top 10 auf Platz 10. Hoch. Dann, vielleicht eine kleine Überraschung für manche, Ava Max mit Kings and Queens. Ja, mit dieser Single hat sie es noch nicht geschafft auf die 1, auch diese Woche nicht. Ja, fällt sogar 5 Plätze runter von der 4 auf die 9. Ja, jetzt erstmal die nächste Neuvorstellung. Harrison und Touch Me, das war die einzige Neuvorstellung, die ich reingenommen habe, die auch in den Vorschlägen stand, in den Kommentaren. Aber tatsächlich, ein Vorschlag kommt noch. Der ist noch unter diesen 4 Neuzugängen. Seid auf jeden Fall gespannt, welcher es ist. Und der ist auch hoch eingestiegen. Kann ich euch schon viel, so viel sagen. Dann auf Platz 8, Tyrone Happy und Jordi Ireland mit Make You Mine. Habe ich ja letztens schon gesagt, dass das wirklich ein gechillter, ja, Sommersong ist. Genau, letzte Woche auf Platz 6 eingestiegen, diese Woche 200 auf die 8, aber das ist vollkommen in Ordnung. Dann machen wir weiter mit Platz 7. Oder ist schon Neuzugang? Nämlich Pofu mit Deathbed, Coffee for Your Head. Auch das ein richtig, ja, ruhiger, gechillter Song zum Aufwachen in der Früh vielleicht. Ein guter Song auf jeden Fall. Platz 7. Dann gleich hinterher die neue Single von Batumi, Unser Lied. Also ich finde den Song wirklich richtig nice, wie ich den zum ersten Mal gehört habe, den Song. Habe ich mir schon gedacht, der muss auf jeden Fall, ja, in die Top 10 einsteigen. Und das hat er auch gemacht auf Platz 6. So, die Top 5 haben wir noch. Da haben wir noch 2 Neuzugänge in den Top 5. Welche 2 sind das noch? Ist die Frage. Jetzt kommen wir erstmal zu Platz 5. Und dort liegt Dua Lipa mit Break My Heart. Letzte Woche Platz 12. Ja, 7 Plätze hoch auf die 5. Kann sich sehen lassen. Und letzte Woche ist sie auch erst eingestiegen mit dieser Single. Dann letzte Woche auf Platz 1 neu eingestiegen. Harry Styles mit Adore You. Geht aber jetzt runter auf die 4. Und somit ist auch klar, die beiden Neuzugänge sind auf jeden Fall in den Top 3. 2 Neuzugänge in den Top 3. Gab es das schon mal irgendwann? Ja, sehe ich gerade. Letzte Woche gab es das erst. Und diese Woche schon wieder. Krass auf jeden Fall. Aber zuerst kommen wir zu dem Song, der letztes Jahr auf den Tag genau auf Platz 1 war. Das ist Youngblood und Halsey mit 11 Minutes. So, welche Songs kommen noch? Auf Platz 3 jetzt. Der vorletzte Neuzugang für heute. Und das war der, wo tatsächlich in den Kommentaren stand, dass ich mir die Single mal anhören soll und ich finde die richtig gut. Deshalb auch Platz 3 neu eingestiegen. Sunstroke Project mit Pepper Honey. Die Band kannte ich auch davor nicht. War noch nie dabei, aber jetzt mit dieser Single bis auf Platz 3 hoch. Starke Leistung auf jeden Fall. Platz 2 ist jetzt der nächste Neuzugang und der letzte für heute. Und das ist Raymond Roselli mit Eine Nacht. Auch der Song ist, finde ich, richtig gut gelungen. Das ist ja auch der DSDS-Gewinner, wenn ich mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall, aber der Song, der hat auf jeden Fall was. Ist deshalb auf Platz 2. So, einen Song haben wir noch. Welcher Song ist diese Woche auf Platz 1? Und es ist ein Song, der letzte Woche auch neu eingestiegen ist. Auf Platz 3, Melanie C mit WM geht jetzt hoch auf Platz 1 und ist diese Woche an der Spitze. Jetzt aber nochmal zu den Songs, die rausgefallen sind. Das war Afrojack und Ellie Book mit All Night. Letzte Woche auf Platz 25 gewesen, war klar, dass der nicht mehr dabei ist. Dann letzte Woche auf Platz 24, Ben Dolich, Violent Thing, wäre unsere Beteiligung gewesen für den ESC. Auch der ist nicht mehr dabei. Dann Felix Jähn, letzte Woche auf Platz 20 eingestiegen mit Zico, auch nicht mehr dabei. Dann BTS und Sia, letzte Woche auf Platz 18
mit Orn auch nicht mehr am Start. Genauso wenig wie Platz 17 von letzter Woche, Nico Santos und Topic, Like I Love You. Dann Lea mit Treppenhaus, letzte Woche Platz 10, auch der ist diese Woche nicht mehr dabei. Und auch Platz 9 von letzter Woche, Martin Garrix und Clinton Kane mit Drone, die sind auch nicht mehr dabei. Genau, ich hoffe, es hat euch natürlich wie immer gefallen von meinen Top 25 Wochencharts. Bald geht's auf jeden Fall weiter mit, ja, meinen Top 2000. Seid gespannt, wie es da so weitergeht. Video dazu kommt diese Woche noch irgendwann online. Wann genau, kann ich euch natürlich nicht sagen. Ja, weil ich einfach auch noch in der Arbeit bin. Also ich bin nicht ständig daheim, sondern ich muss noch arbeiten. Ja, und habe deshalb auch nicht so viel Zeit für Videos, aber ich versuche natürlich mein Bestes für euch zu geben. Und somit sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.